Hallo Leute, heute schauen wir uns wieder ein Video an vom lieben Maxify. Lang, lang ist's her. Das letzte Mal habe ich, glaube ich, ein Maxify-Video angeschaut. Boah, die Reaktion von ihm auf Akt 3, glaube ich, wo er über mich geredet hat, dass er mich auch kennt, aber meinen Namen nicht mehr wusste. Ich glaube, das haben wir jetzt geguckt auf dem Hauptkanal Brody. Aber er hat ein Video hochgeladen. Mein erstes Treffen mit Julia Beautics. Ich wusste gar nicht, ich dachte, die haben vorher schon was gedreht zusammen, aber scheinbar dann doch nicht irgendwie. Weiß ich nicht. Naja, lass ihn da hoch da. Let's go rein da. Es wird mal wieder Wow! Zeit. Die heiligen drei im Hintergrund. Was war das denn hier gerade? Warte mal. Ja, Rezo, Ju und Julia im Hintergrund. Ah ja. Warum? Was hat das? Achso, das ist ein Bildschirm im hintergrund ist das. Ich hatte gerade Bilder ausgedruckt dahingehängt, Für so ein Video. Nee, okay, Spaß, Leute. In den letzten Tagen habe ich extrem viel erlebt, okay? Ich habe mich mit Ju getroffen, ich habe mich mit Hugo getroffen, ich habe mich mit Reef getroffen, mit Julia und ich war zusammen mit ihr bei den Motor Games. Aber wir fangen erstmal ganz simpel an und zwar habe ich. Ja, die Motor Games habe ich auch verfolgt, aber ich. Nee, ich war nicht live dabei, nee. Ich habe das Intro gesehen und ich habe den einen Run mit Trimax und Rivi gesehen, weil die übel abrasiert haben. Und als ich den Run gesehen habe, ich dachte so, oh, ist eigentlich ein ganz cooles Event, weil ich dachte erst, die fahren da ganz normal rum, aber die machen ja richtig Challenges mit Fragen beantworten und sowas. War doch schon ziemlich cool eigentlich, Motor Games. Ich dachte, es wird wieder so ein Kart-Racing-Ding, da ich gar keinen Bock drauf gehabt, so wenn das nur sowas gewesen wäre. Ich mich zuerst mit Ju getroffen. Drogen, 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 Drogen. So, willkommen zu dem allerersten Vlog von Maxify. Ein Mann, der immer durchzieht. Ihr wisst, wenn ein Vlog kommt, dann kommt der nächste nächstes Jahr pünktlich um Ja. dieselbe Uhrzeit, Freunde. Du triffst morgen Julia. Ist auch irgendwie regelmäßig, ne? Einmal im Jahr. Beautics. Ja. Was fällt dir ein? Was mir einfällt, Ja. naja, dass wir davon noch zum Event gehen und davon auf Reef treffen. Ja, geh mal hier weg. Das Licht fällt nicht so gut Okay, gerade. klar. Warte. Ja. Ja, so ist besser, so ist schöner. Ja. Ah, guckt euch diesen. Wie viel ist der Outfit wert? Tadel, auch so ein schöner Ja. Mann. Hier. Was ist das hier gerade? Das ist der erste Vlog, liebe Freunde. Wenn Als würde den Schweden zum Markt anbieten, zum Verkaufen. Guck mal hier, ein gutes Produkt. Wenn ihr mehr sehen wollt, ne, dann lasst es uns auf jeden Fall wissen. Wir starten diesen Kanal jetzt zusammen. Machen wir ihn zusammen einfach. Sollen wir Ja, den wir machen Kanal jetzt den, zusammen wie machen? heißt der Kanal? Der heißt Maxify plus plus. Ganz kurz, deine Meinung zu meinen Haaren? Du spielst viel Minecraft, oder? Warum sagst du das? Das verstehe ich nicht. Sieht gut aus, Bro. Ich weiß, was du davor hast. Ich weiß, was schiefgelaufen ist. Deswegen, muss dem Ganzen Zeit geben. Haare brauchen Zeit. Haare brauchen Zeit zum Wachsen, Freunde, ja? Willst du einmal zeigen für die Kamera? Nee, ne? Nee, lieber nicht. Ich habe es einmal gemacht, ich mach's nie wieder. Und naja, dann war für mich wichtig, dass. Ey, Haare bin ich auch mal so ein Thema, ne? Ich bin jetzt einen Tag wieder am Überlegen, meine Haare doch zu diese Transplantation zu machen, ne? Ich habe wieder eine Anfrage rausgeschickt. Ey, alle Jahre wieder. Das ist immer so derselbe Zyklus. Ich denke mir wieder, ja, ich will es machen. Dann leite ich alles dafür in die Wege. Und dann treffe ich meistens ein Mädel oder so. Es klingt so, als würde ich jedes Jahr ein neues Mädel haben. Aber es war jetzt irgendwie zwei Fällen so. Und ich mir so, ja, brauche ich eigentlich nicht, ne? Also ich meine, sie findet mich ja ohne Haare cool, dann brauche ich auch eigentlich keine Haare mehr. Also, das ist immer das Gleiche. Ich denke immer so, ich brauche Haare, um. Das ist eigentlich voll dumm. Um, bei. Einen guten Eindruck zu kriegen, sagen wir es mal so rum. Und im Endeffekt brauche ich es dann doch nicht mehr. So, es ist halt immer dumm, so. Immer das Äußerliche zu gehen, ist scheiße. Und ich kann mich ja scheinbar mit Charakter auch, kann ich auch gut überzeugen. Cringe, weiter geht's. Dass ich mich beim ersten Treffen mit Julia nicht blamiere und habe Ju nach den einen oder anderen Tipp gefragt, wie man sich beim ersten Treffen verhalten sollte. Also, morgen kommst du Julia Beautics. Was wirst du ihr sagen, so? Hi, ich bin Maxi. Ich kenne dich durch die Videos. Und Ju und Ja, okay, komm, jetzt machen wir nochmal. Okay, Also. scheiße. Ah, Julia Beautics ist immer so. Warte, ich zeig genau, wie Julia Beautics ist. Das ist Julia. Und ich gehe jetzt auf Julia zu und treffe sie, oder was? Digga, wie gehe ich da vor? Maxify ist so hässlich. Ah, hi, ich bin der Maxi. Guten Tag. Hi. Ich habe nicht so viele Abonnenten. Ich hoffe, ich darf trotzdem deine Hand schütteln. Handschütteln. ja, cringe. Scheiße, soll ich gehen? Ja, brauchst du was? Ich dachte, wir Du hast doch irgendwas. ein Video. Achso, das ist schon was. Also, Ja, ich komme später. Ich muss ganz kurz zu meiner Freundin da drüben gehen. Also, ich habe aber, was habe ich falsch gemacht? Du hast alles falsch gemacht. Wie mache ich das? Okay, pass auf, gib mir dein Handy kurz. Julia muss einen Mann vor sich haben. Okay, ich bin jetzt Maxify, ja? Yo! Sorry, Alter, beruhig Yo! dich. Wieso bist du so handgreiflich? Tut mir leid. Ja, Ja, okay. Wir sollten lieber mal miteinander.
Was okay, jetzt wissen wir Choose Dating Game. Wir sind top notch. Ich glaube, das finden Frauen richtig cool, wenn du direkt hingehst und direkt sowas machst. Ja, finden die super gut. Mach's nicht, Leute. Was für ein Video wolltest du drehen, Julia? Was für ein Video wolltest du mit mir drehen? Mit mir Maxify? Der Typ, der uff. Ich kann das nicht. Warte, was ist das? Rolex, oder? Daytona? Mehrere, wie du siehst hier. Ja. So. Okay? Ja. Guck mal. Es ist halt so random alles. Wirklich, ich check gar nichts ihr mehr. Ihr seht im Vlog dann, wie Maxi sich verhalten wird. Das müsst ihr filmen, ne? Das filmen wir. Direkt die erste Begrüßung, ich filme einfach. Genau, ich gebe dir 1000 Euro, wenn du das machst. Was genau? Das, was er gesagt hat? Ich lege auf jeden Fall mal 10 Euro drauf, meine Freunde. Also, nee, das kann ich nicht machen. Du bist hier. Julia ist hier. Deswegen. Das ist akkurat, ne? Ja, das ist ja akkurat. Ja, naja, was soll ich zu den Tipps sagen? Ob ich es machen werde oder nicht, werdet ihr auf jeden Fall am Ende des Videos sehen, aber dann kam irgendwie auch irgendwie nur noch Käse von Ju. Guck mal, so kann ein Vlog laufen, oder? Oder was denkt ihr, Freunde? Schreibt es gerne in die Kommentare. Schreibt mal irgendwas in die Kommentare. Schreibt mal irgendwie, weiß nicht, ganz schlimme Sachen, Drogen, Messer. Und jetzt einmal das Handy drehen. Denn jetzt sind wir im Hochkant angekommen. Mir gefällt das. Ich glaube, ja, ich fange auch mal an mit so Vlogs. Meinst du, mir steht das? Mir wird das stehen, oder? Was passiert hier? Warum gibt es hier rechts irgendwie komische Wikipedia-Artikel? Was ist denn das hier? Unternehmertum, Influencer-Marketing, Rezos YouTube-Kanäle sind momentan da. Ach so, das ist der Podcast, die Wikipedia-Artikel zu Rezo? Heavy random. Das würde hier mega stehen. Ja, perfekt. Alles am Arsch hier, der ganze Garten und der ganze Pool wurde zerrissen einfach vom Wind, Freunde. Alter, dass der Wind so stark sein kann. Ach so, Hochkant noch, ne? Sorry. Ja, ja, alles gut. Ja, du kannst ja links, rechts irgendwie Texte einblenden. Ja, Drew hat auch gemeint, er hat Bock auf ein neues Poolbau-Video-Format. Ich mal gucken, was er da bauen will dann. Oder so, keine Ahnung, wie die Wikipedia-Artikel von Rezo oder so. Zwischen uns beiden muss wirklich wieder viel mehr Content kommen. Safe. Aber das war es erstmal mit Tag 1. Am nächsten Tag war ich im Hotel und ich sag mal so, hier kriegt ihr erstmal eine kleine Roomtour, damit ihr auch wisst, wo ich die letzten Tage gedreht und mit den anderen gechillt habe. Es juckt einfach niemanden eigentlich. So, das hier ist mein Zimmer, mein Koffer, mein Zimmer. Es ist halt absolut unbesonders. So, das ist mein Zimmer, mein Koffer, mein Zimmer. Okay, es ist ein Zimmer, denke ich mal. Also ich glaube, es ist ein Zimmer, nicht ganz sicher. Es ist halt einfach ein ganz normales Zimmer. Hier werden wieder ein... ja? Das andere Videos sehen. Okay. Ich war's. Und ja, sonst ist hier eigentlich echt gar nichts Besonderes. Hallo. Und ich habe hier noch ein absolut krasses Badezimmer. Es ist nur besonders, ich weiß. Ja, und das ist eine Toilette. Nein, nein, nein. Es ist richtig random, was hier passiert. Joke. Joke. Nach der Roomtour habe ich dann erstmal mit Hugo und Reef gedreht und es war besonders, sagen wir es mal so. Digga, wie seid ihr überhaupt immer... Die Generation von heute wirklich nur am Handy, Schmutz, Digga. ...in ein Zimmer reingekommen. Hä? 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 Wer sollte gewinnen? Ja, ich gewinne halt wirklich, ne? Sicher? Also sag mal dein Favoritenteam. Ja, die haben wurden auch oft verarscht im Team. Ich habe das Video gesehen von Felix, wo er erzählt, dass die oft da Probleme haben mit dem Motor und dass die hier bei der Erklärung, wie die Sachen funktionieren, auch was anderes gesagt wurde. Also Hugo und Felix' Team hatten nicht so gut funktioniert am Ende. Also nicht, weil die nicht funktioniert haben, sondern weil die Umstände halt kacke waren. Sitzt hier. Na, das ist geil. Ich kann nicht mal normal Auto fahren. Sie? Ja. Actually kann sie voll gut fahren. Ich war sehr gut, Hugo. Hugo, ich schwöre, ich fahr besser als du. Okay, ich hab auch eine Delle. Okay, wir drehen jetzt, ja? Ja, Mann. Ja, Mann. Geil, du vlogst mit Handy. Smart. Ich hab kein Geld für eine Kamera. Das ist das, armer Mann. Das ist das Krasseste, was man machen kann. Lass dir jetzt mal ein Like drin, damit der arme Mann sich mal eine Kamera kauft. Digga, ist das. Jetzt will ich mich, Bro. Oh, Mann, der arme. Ah, ist das scheiße. Maxi-Fight. Oh, Mann. Oh, verdammt. Okay. Das ist mein Pipi-Mann, by the way. Und nach dem Dreh... Was ist denn hier los mit diesem... Zwischen Hu... Aber ich kann mit Handy vloggen, Beste. Ich habe jetzt auch letztens mitbekommen, dass ich habe ein iPhone 11 sogar noch. Richtig cringe. Und vor allem, ist das... Habe ich gesehen, dass das jetzt demnächst bei iOS 18 keine Updates mehr bekommt. Ich glaube, 18 kommt. Und ja, jetzt muss ich wahrscheinlich mein neues Handy holen.
Ich wollte mir eigentlich nicht ein neues Handy holen, aber man muss sich wohl scheinbar alle paar Jahre ein neues Handy holen, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Ich wurde letztens sogar schon ausgelacht von einem, ich war auf dem Geburtstag mit meinem Opa und da war ein Freund von meinem Opa, der ist auch so 70, 80, der letztens gemeint so, jo, die Jugend hat doch immer das neueste Handy, das ist nur für ein altes. Er selbst hat das iPhone 15 gehabt, ich habe mich davon ausgegrenzt gefühlt als Influencer. Hat ein 70-jähriger krasseres iPhone gehabt als ich, so, was ist denn da los? Nee, aber ich spare. Also jetzt letzten Like da, dass ich der arme Mann ein neues iPhone kaufen kann. Ey. Hugo, Reeft und mir war es endlich soweit. Julia ist legit gleich da, nur für 10 Minuten. Ich werde natürlich alles direkt filmen. Wird wahrscheinlich super awkward, aber egal. Finn, du musst die Kamera für mich übernehmen, okay? Das wird jetzt so giga awkward, ne? Aber egal. Hallo. Guten Tag. Hi. Hi. Wie geht's? Hi. Hi. Gut. Ja, mir geht's auch gut. Komm rein. Ja, schönes Zimmer habt ihr. Ne? Ja, cool, richtig geräumig. Julia ist größere Zimmer gewohnt wahrscheinlich. Es ist schon, man kriegt direkt den ersten Cringe mit, wirklich. Das ist geil, ich lieb's. Sorry. Oh, ja, okay. Du hast mir Tipps gegeben, wie ich grüßen soll, aber ich hab irgendwie anders gemacht, als nee, er der macht das auch immer so, aber ist auch weird. Nee, er meint, egal, was er, nee, lieber nicht, abbrechen. Macht Hallo. Spaß, mit mir zu drehen? Nee, ist voll schlimm. Echt jetzt? Findest du wirklich, oh mein Gott, scheiße. Nee, Spaß, aber die Katze ist süß. Na? Ich find's irgendwie weird, dass die beiden noch nie zusammen gedreht haben. Ich dachte, die kennt, habe ich da irgendwas verpasst? Ist es ein Joke, dass sie es zum ersten Mal sehen? Ist es ein ganz genereller Witz? Oder haben sie sich vorher schon mal... Ich habe das Gefühl, die kennen sich schon seit Jahren irgendwie. Irgendwie ist die gefühlt in derselben Bubble, aber nein. Leute, klärt mich gerne auf. Ich bin noch nicht so lange in Maxi-Worst drin. Klärt mich da gerne auf. Ist cool, ne? Findest du den Hamster? Nee, die Katze finde ich besser. Ja? Ja, die Katze kann man leider nicht sehen gerade. Ja, stimmt. Immer noch nicht. Schade, ich dachte, mein Gesicht spiegelt. Nee. Das ist nicht dafür. Wer hätte das gedacht? Aber guck mal, ich kann das machen. Was kannst du... Wie willst du das machen? Oh ja, true. Guck, die Katze. Die ist cool. Das ist die Katze von Need to Know auch, die oft benutzt. So wie du, du bist auch cool. Jetzt sind wir beide cool. Okay, das war's. Was machst du? Das ist doch so kritisch gerade. So cool wie du. Ach, Mann. Aber genauso Sprüche habe ich früher ungelogen bei irgendwelchen Essen-Dates gebracht oder sowas, um irgendwie ein Kompliment zu machen. Richtig unangenehm. Ja. Keine Ahnung. Scheiß auf. Entschuldigung. Okay, wir drehen jetzt. Let's dreh. Du machst es immer so, dass es dann falsch rum ist. Ist so rum, richtig? Ja, also glaube ich, oder? Wenn du so machst, dann ist es... Ach egal, mach einfach dein Ding. Mach einfach. You do you. Okay, perfekt. Bis später. Tschüss. Magst du mir selten geben, wie es war? Verstörend, einengend und auch wirklich sehr erniedrigend. Hattest du wenigstens Spaß? Ja. Das ist genau das, worauf sie steht. Okay, sorry. Ey, manchmal muss ich mal nachdenken, bevor ich irgendwas sage. Wenigstens eine Sache. Hallo, was? Wie war's mit mir? Was ist mit dir? Wie war's mit mir? Das war wunderbar. Diese Reaktion wollte ich haben. Was stehst du da? Naja, und dann hast du die beide dann zu dem... Ey, ich find's so cool irgendwie. Ich weiß nicht, ich fühl den Vibe hier. Motor Games von Kevin gefahren und ich sag mal so, die waren echt geil. Ja, wir begrüßen den Papa Platte, was ist das denn? Das ist bestimmt dieses Techno-Ding jetzt gleich, oder? Ja, true. Das wäre krass. Ja! Das wollen wir sehen. Marius, ey. Ist er da drin? Ich muss aber sagen, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, diese Öffnungsshow auf, wo habe ich die jetzt gesehen? Auf TikTok, glaube ich. Habe ich es cringe empfunden. Ich weiß, irgendwie war das schon dezent cringe irgendwie. So ein slightly cringe, das habe ich erfahren. Es ist immer noch irgendwie cringe, ich weiß nicht. Keine Ahnung, irgendwie fühle ich es gar nicht so. Irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, was so. An sich ist ja cool gemacht, definitiv. Es ist voll cool, so. Aber irgendwie, ich weiß nicht.
Sieht immer noch scheiße aus, bin ich ehrlich. Ich bin voll süß. Weiß ich nicht. Du willst jetzt noch einmal deine Fans und die ZuschauerInnen begrüßen hier in Oberhausen. Das sind deine Fans. Danke, danke, danke. Kein Ding, Bro. Kein Ding. Alter, das ist sogar Trippelt. Oh mein Gott, den kenne ich von vorn ab. Ja, komm mal da rein, Junge. Ja, so. Einfach rein, Ramhuber. Als Lena. Oh. Ja! Oh ja. Oh, so Kartracing habe ich immer schlimme Erfahrungen irgendwie. Wo ich letztens mit Freunden war, ich mit Junggesellenabschied war ich eh Kart fahren. Das war richtig cool. Das hat Bock gemacht. Doch, da schon. Mega anstrengend, mega cool. Aber als ich zum anderen Mal im Legoland gefahren bin, da war es richtig unangenehm. Da habe ich den Kurve nicht gekriegt und war dann als Letzter und war ewig weit hinten. Die anderen haben gewartet. Ich war so 5 Stunden später, kam ich aus dem Tunnel rausgefahren. So. Das ist geil. Das ist Punkte. Oh! Ja, das war cool. Ja, das gefällt mir. Wenn sie Crash machen, das ist cool. Ich glaube, mehr als 2. Aber man fährt ja normalerweise nur 3, oder? Das ist bei Mario Kart so. Ja, das stimmt. Das wird es bei Mario Kart so. Weil bei Mario Kart sind, glaube ich, die Runden generell ein bisschen länger. Oh, 15 Runden! Beim 15. Kartfahren so. Beim normalen Kartfahren ist das so. Man fährt 15, wirklich 15 Runden. Ja. Gerade bei Runde 8, glaube ich. Oh, guck mal, hinten dran ist der Anwalt. Da ist er. Sind doch welche Influencer oder sind die gemischte Influencer mit der normalen Folge? Da oben ist aber Jody Calusi, oder? Ist das Jody? Ist nämlich Jody hier. Aber den da kenne ich gar nicht jetzt hier. Hm. Ach du Scheiße. Aber guck mal, merkt man wieder, dass ich nicht relevant genug bin, sonst wäre ich auch eingeladen. Da trennt sich die Spreu vom Weizen hier. Ja gut, klar, logisch, ne? Na, da filme ich eine Sekunde nicht und dann rennt er komplett. Hey, haben die keinen Rückwärtsgang? Nein. Haben sie nicht? Karts haben keinen Rückwärtsgang. Nee, hey, warum? Obwohl, beim E-Kart, wo ich war, gab es Rückwärtsgang, weil wir halt sehr, sehr, sehr langsam. Du musst es länger gedrückt auf der Bremsentaste drücken, dann bist du rückwärts gefahren, ja. Danke. Nee. Digga, du trinkst gerade einfach Pisse, ne? Das weißt du von dem Elefanten. Übel geil. Ich hab auch reingemacht. Ihr hat auch reingemacht, ne? Noch besser. Ich hätte es auch, ich hab's gedacht schon. Ich hab gesund gegessen gestern, deswegen ist es nicht so schlimm. Viele Nährwerte. Egal was. Ey, viele würden da richtig viel Geld dafür bezahlen, glaube ich. Oh Mann, ey, ist so. Ich verstehe manche Sachen. No King Shaming. Wirklich, jeder soll machen, wie er will. Ich bin da raus. Okay. Okay, ich sag gar. Ja, aber den kenne ich doch auch da hinten. Warte mal. Der oben, der hier. Warte, nee, seht ihr gerade gar nicht. Der hier. Das ist doch dieser Typ, der immer sagt so, nur weil ich ein. Der Pick Me Boy, stimmt, Pick Me Boy war das. Pick Me Boy-Typ. Okay, ich sag gar nichts dazu. Ich enthalte mich einfach, weil. Holy shit! Was rasten die alle so aus? Ja, werdet aggressiv! Die werden sauer! Ja, das finde ich zum Beispiel nicht so spannend, wenn die so miteinander fahren. So, ne? Es ist halt selbstfahren cool, aber zuschauen, weiß ich nicht, eher unspannend. Aber die anderen Spiele fand ich cooler, wo sie mit dem Mini-Auto rumgefahren sind und Fragen beantworten mussten. Das fand ich geil. Zweiter Platz nur, was ist denn da los? Aber zweimal Zweiter ist quasi Vierter. Dead Logic, verstanden. Die Motorgames waren wirklich übergeil und die ganzen Drehs waren auch einfach so crazy und das erste Treffen mit Julia war auch so weird, aber auch so witzig und die Harmonie zwischen uns beiden ist auch wirklich, keine Ahnung, crazy. Ich habe das Gefühl, wir sind direkt auf dem gemeinsamen Nenner gewesen. Deswegen auf jeden Fall danke auch mal an Julia. Ja, ist halt dieselbe Bubble und wie gesagt, in meinem Kopf war es halt irgendwie auch schon so, als hätten die sich schon vor Ewigkeiten gekannt und wären schon irgendwie, keine Ahnung. Für mich war das schon klar irgendwie, dass die sich kennen, deswegen umso verwunderlicher, dass das sein erstes Treffen gerade war. Für die Drehs hat super, super, super Spaß gemacht. Danke an Kevin für die Einladung zu den Mutter Games. Danke an Hugo Reeft und Ju, dass ihr auch mit mir die Zeit irgendwie ertragen habt. Und ja, ich würde sagen, lasst gerne einen Daumen nach oben, Abo da für weitere Vlogs und wir sehen uns dann. Das ist, glaube ich, eine richtige Qual hier mit Maxi abzuhängen. Ja, Spaß. Nee, aber cool. Cooles Video. Interessant, so zu sehen, wie so andere Leute leben. Oh, Maxi auf jeden Fall sympathisch, wirklich. Ja, ciao.